Moin, meine Gern, und herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Duell. Und ja, was hier auf der rechten Seite gespielt wird, das dürftet ihr eigentlich schon ungefähr sehen für die Leute, die ein gutes Auge haben. Und was hier gespielt wird, brauche ich glaube ich bloß den guten Herrn zeigen, das gute DDD-Deck. Das Gut stellen wir mal in ganz, ganz große Anführungszeichen. Moment. Würfel. Geil. Nice. Ich fühle mich leicht verarscht. Darfst du anfangen? Ich darf anfangen. Alles klar. Ich würde gerne mit einem dunklen Vertrag mit dem Tor anfangen. Ich würde mir gerne ein DD-Monster der Hand hinzufügen. Für meine Nekroschleim. Dann aktiviere ich den Wirbelschleim. Ich fusioniere ihn und den Nekroschleim zu einem DD. Und zwar zum Flammenkönig Genghis. Ching, Ching, Genghis Khan. Und Copyright Strike. So. Dann aktiviere ich den Effekt vom Wirbelschleim. Ich kann den DD-Monster aus meiner Hand specialen. Das wird die Lamia sein. Effekt vom Genghis, weil ein DD-Monster gespecialt wurde, kann ich jetzt noch ein zweites holen. Dann machen wir. Wollen wir noch mehr Copy Strike machen? Nee, das wäre kein Copyright. Das wäre Product Placement. Aber nur, wenn ich dafür eben Geld bekommen würde. Was jetzt aber nicht der Fall ist. Bowen König Alexander. Dann machen wir mal folgendes. Ich aktiviere den Effekt von Lamia. Ich lege den dunklen Vertrag auf und Friede von Special Sie. Moment. Stufe 4 oder niedriger. Gut, dann funktioniert das nicht. Dann würde ich die beiden mal weglegen. Die Lampe wird jetzt so verbannt. Für einen Nudelfieber. Nudelfieber. Und ich hole mir einen DD-Geist. Ein Geist. So. Ich würde gern. Den Effekt vom Nekroschleim aktivieren. Ich fusioniere ihn und den Genghis. Zum großen Genghis. Die beiden mal fusionieren. Zu einem DDD-Untergangskönig Hellenabergettern. Ich merke jetzt schon, dass ich jetzt schon wieder Scheiße gemacht habe. Ich bin begeistert. Das ist ja. Ich hätte den Küster nicht mal machen müssen. Den Needle Fiber. Das war ein Bot. Erstmal alles raustragen. Ja, das sieht nicht mehr so schlecht aus. Das wäre an sich sogar wirklich in Ordnung gewesen. Wenn ich jetzt bloß noch irgendeine Möglichkeit hätte, wie ich das wieder aufs Feld bekomme. Nächste Runde dann eventuell. Na gut, durch den Bodenkönig kann ich mir den DD-Geist nochmal wiederholen. Aber der Punkt ist, ich mache das jetzt einfach. Ich
Schlingt die beiden weg. Für Gilgamesh. Ich bekomme 1000 Schaden. Und ich darf aber jetzt bloß noch DD specialen. Von mir ihn. Und von mir ihn. Pendulum auf 3. Nee, glaube ich ja nicht. 4 und 5. Es ist, ich, okay, wenn es irgendwann mal 4,5 Level gibt, dann darf ich. Nee. Ich mache den Effekt vom Apokalypse. Ich banische die 2. Und special den aufs Feld. Dadurch wurde der Effekt von den DD Geist triggern und ich würde mir die Lame wieder ins Video packen. Oh. Effekt von Nibis Ragnarok triggert sich und ich kann mir die wieder specialen. Ich bekomme wieder 1000 Schaden. Das ist schon 2000. Ja. Siegfried, bestes Artwork in dem Deck. Du musst noch ruhig spielen. Ja, und das war's. Ich hatte doch schon. Du hast schon abgehoben, okay. Damit wäre es das. Standby Main. Ja. Das war ihr Zauber Negator. Zauber der Falle. Sonst noch was? Du darfst keine meiner Monster targeten. Ich fange an mit einem Salon. Jo. Normal besprochen Magie-Linie. Perfekt. Der Salon lässt sich noch eine normale Summon machen, oder? Ja. Okay. Ich hole mir meine Miau-Waffel. Läuft. By the way, Leute, das ist definitiv kein optimales Feld. Normalerweise könnten jetzt noch links und rechts eventuell anstatt dem Siegfried noch ein Bowlord Savage Dragon und ein hier Crystal Ring liegen. Aber ich habe das Deck jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Ich bin komplett raus. Spezialbeschwörung, gut, kleine Schwester sind. Ich möchte bitte 2 Effekte anketten. Effekt Nummer 1 von Siegfried. Aber ne, Effekt 1 von Chris und Hagel Firebox. Effekt 2 von Siegfried, der würde den Salon komplett annullieren. Umsynchron, was kann ich das mal reduzieren? Schnell Synchron. Satellitenkrieger. Kann 2 Karten mitschießen, das sind deine 2 Mädels. Gut. Deine sind jetzt durch, ne? Der ist ja komplett annulliert. Deine Monster sind jetzt durch. Erstmal ja. Triggert sich meine Putschfestzesse. Da sind wir special drin, rauscht jetzt aus dem Deck special. Genau. Genau, das wurde angekettet, Kette wird von hinten aufgelöst, deswegen kommt jetzt als letztes Kettenglied, oder als erstes Kettenglied, jetzt als rückwirkend wird jetzt die Putschfestzesse aufgelöst. Und du hast ja 2000 Marika mehr. Angeline. Effekt.
teleportieren. Für die Leute, die es nicht kennen, der Küster in Hagifax darf sich im trainerischen Zug als Tribut anbieten und wird da verbannt und darf dafür eben einen Synchro-Empfänger aus dem Extra-Deck Special. Effekt Pfannkuchen. Verbann ich dann mal die Linie. Und der Satellitenkrieger darf halt für jedes Synchro-Monster, was im Friedhof hat, eine Karte bei Gegner schießen und bekommt dafür halt jeweils 1000 ADK. Und der ADK-Push ist sogar dauerhaft. Eisbote, Eisbote-Effekt. Jo. Antrittskarte. Oh, ich habe zwei Zähne auf dem Feld liegen. Hm, ich glaube, ich muss meine Züge mal spielen. Ich mag Züge. Ich müsste mir eigentlich mal einen Pentis-Käfer für das Deck holen. Monster auf dieser Zeit machen Durchschlag im Kampfschaden. Da kann das dicke Kanonenrohr richtig durchhauen. Mein Salon ist ja annulliert, sagst du. Ja, der ist komplett annulliert. Ist okay. Ich hatte zwei. Oh, ich genehmige mir in dieser Zeit mal einen guten Schluck von meinem Crazy Wolf. Einfach schmackhaft. Nein, das ist jetzt ein Spaß. Ich bekomme so oder so kein Geld dafür, also von daher. Die haben nicht alle viel zu viel. Ja, 1800, 3500, 4500. Durch Salon mach schon weitere Normen. Ja. Und die mal weg. So frische Schwestbote. So, dann setze ich dir noch zwei verdeckt und dann so. Alles klar. Der ist jetzt wieder weg, denke ich mal, oder? Ja. Simperface, Mainface. Ich würde als Normalbeschwörung beschwören den DD Necroschleim. Jawohl. Oder eine Linkbeschwörung machen. In ein Strickschaf. Ich würde gerne den Effekt vom DD Necroschleim aktivieren und zwei Monster aus meinem Friedhof fusionieren. Gut, den DD Necroschleim logischerweise und ich nehme Abgrundkönig Gilgamesh. Die werden zu einem Flammenkönig Genghis. Jetzt hören zwei Effekte. Effekt 1, DD Vergessenskönige bis Ragnarok und Chaining 2 Strickschaf. Strickschaf tut mir in Stufe 4 oder niedriger Monster Special, weil ein Fusionsmonster seine Zone gespecialt wurde. Und der DD bis Ragnarok kam mir ein DD Monster aus dem Friedhof Special. Mhm. So, Kelly wird von hinten aufgelöst, schon mit die Lamia. Und durch den Effekt vom Vergessenskönig etwas Ragnarok, den Flugkönig Siegfried. Ah.
Mein Panzer springt schon wieder. Dieses Blau darf nicht sein. Ich würde eine Synchro machen. Auf 7. Aber ja gut, ich habe es doch schon gesagt, so muss ich es machen. Untergegangen Meteor-Einschlagdrache. Ich könnte jetzt auch den Nibis Ragnarok wieder specialen. Das Problem ist, dann ist mein Feld voll. Deswegen würde ich Folgendes machen. Ich würde den Effekt von der Lamia aktivieren, würde mir einen DD Geist vom Deck von der Hand auf den Friedhof legen und würde mal die Lamia specialen. Dann... gehe ich in eine Synchro auf Kaliberlade Wildrache. Effekt Kaliberlade Wildrache. Oh, Moment, brauchst du nicht machen, ich kann ihn nicht mehr aktivieren, ich habe kein Ding mehr zum Friedhof. So. Okay. Moment, dann machen wir da oben den Herrn. Und deine Promenade kannst du, glaube ich, so oder so nicht aktivieren. Ja. Die zielt ja. Ja. Darfst du ja nicht. Ach, gar kein Monster. Du darfst keinen Monster von mir wählen. Der Exil-Untergangskönig wäre, dass du keins meiner Pendulum-Monster zerstören darfst. Der annullierte Monster-Effekte, ne? Ja. Gut. Das könnte uns sicher gut sein. Ich gehe in die Battleface. Gut, dann möchte ich jetzt etwas aktivieren. Ja. Großen Match. Soll ich mit Flugkönig Siegfried annullieren? Das ist eine permanente, oder? Ja. Dann bleibt die liegen. Die ist einmal bloß annulliert. Die wird weder zerstört noch irgendwie anders beeinträchtigt. Okay. Gut. Ja, ich würde mit Siegfried deine frische Schwesttorte angreifen. Könntest du das heimischen, um sie zu beschützen? Ja, das würde ich machen. Das würde ich mit dem Crystalwing gerne annullieren. Was das heimischen kosten? Nein. Gut. Das heißt, er hat 1500 jetzt mehr. Das heißt, er ist auch bei 4,5. Dann gehe dann zweiter Angriff mit Helena Magellan. 4,5, 4,5. Und dann wird die nächste Karte eben überhaupt nicht gebracht. Ich habe den scheiß Negator total wieder vergessen. Passiert. Man sieht auch DD nicht mehr. Wer soll einen aufhalten? Nee, weil wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich eigentlich die Full Combo auf der Hand. Ich hab's bloß komplett verkackt. Weil ich hatte alle drei Karten, die man eigentlich für den Mist braucht, auf der Hand. Ja. Alles klar, Leute. Gebt ganz kurz einen Cut. So, Leute, da sind wir doch. Es wurde gerade entschieden, Madolche möchte anfangen.
Ist deine Hand gut? Nicht wirklich. Ich erwarte jetzt irgendwie ein Warning und ein Gozen Match. Ich würde mit der Verlockung anfangen wollen. Ja. Ich verbanne an den gelehrten Thomas. Thomas die kleine. Oh ne. Thomas die kleine. Thomas die Lokomotive läuft! Ich würde gerne den Effekt von dem Wirbelschleim aktivieren wollen. Ja. Ich möchte mal kurz sagen, ich glaube, der Kartengott ist leicht mit mir. Ich habe nämlich die beiden nachgezogen. Dann würde ich normal beschwören. Dedianja. Ja. Okay, dann machen wir es kleiner. Ich aktiviere den Wirbelschleim und special den Geist und der kommt durch den Genghis der Nekroschleim noch. Bowenkönig Alexander! Christoph. Gebe ich den verbotenen Kelch. Okay. Dann wahrscheinlich ein Nekroschleim. Okay, Genghis. Alexander Effekt. Genghis Effekt. Synchro. Super Untergangskönig Helmarakettern und dann werde ich noch einen dunklen Vertrag mit dem Tor aktivieren wollen. Annulliert. Verbanne. Eine Karte auf der Hand, die willst du nicht auf der Starthand haben, obwohl ich es nur einmal spiele. Ich hatte es dagegen. Alles klar, Leute. Das war DDD gegen Madolch. Das hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.